Eins, zwei, drei und vier. Eins, zwei, drei, vier, stopp. Satana, noch warm und schon Sand drauf. Die Pisse der Frauen schmecken nach Tee. Nach der Synchronfassung des gleichnamigen Films von Rainer Brandt. Mit Songs und Musik von Peter Devlin, Bela B. und Smokestack Lightning. Der Dreck von Indian Creek. Der Dreck von Indian Creek. Schöner Song. Danke. Aber zum Applaudieren habt ihr mich doch sicher nicht herbestellt, oder? Wer hat dich denn überhaupt hierher bestellt? Das ist eine Probe und keine öffentliche Vorstellung. Sorry, eigentlich. Peter, das ist schon okay so. Der darf hier sein. Das ist der deutsche Michael Winslow, der Soundperformer und Stimmenmorpher Stefan Kaminski. Ja, es ist aber jetzt wirklich gewagt, mich mit jemandem zu vergleichen, der noch unbekannter ist als ich. Freue mich trotzdem. Ja, ich freue mich auch. Okay, dann weit mich mal ein. Ja, Billy, ich wusste eigentlich auch ganz gerne, was für... Okay, ihr zwei beide seid auserwählt, zusammen mit mir und mit Unterstützung der Jungs hier. Ah, hallo, Stefan, servus. Hallo, Stefan. Ein lang vergessenes Kulturgut wieder zu beleben. Und welches? Den Spaghetti-Western. Spaghetti-Western? Entschuldigung, störe ich? Draußen brannte kein Rotlicht. Super, jetzt sind wir komplett. Hi, Bela. Hey. Tut mir leid, wenn ich zu spät bin. Ich habe gerade so viel um die Ohren. Tut mir leid, ich habe noch nicht mal geschafft, da ins Manuskript zu sehen. Aber ich bin hier richtig, ja? Goldrichtig. Leute, das ist Oliver Rohrbeck. Hallo, Oliver. Hi. Hey. Hallo. Das sind Smokestack Lightning. Hallo. Das ist Peter Devlin. Okay. Also, das kann ich mir jetzt, glaube ich, sowieso nicht alles merken. Wollen wir nicht lieber gleich loslegen? Ich wollte gerade unser Projekt erklären. Super. Dann mach das mal, dann lass dich nicht stören. Ich kann dann nämlich noch mal meine Mailbox kurz checken. Ich glaube, da ist was reingekommen. Und ihr ruft mich einfach, wenn ich dran bin, ja? Bin gleich wieder da. Ja, also, wo war ich? Satana, wo bist du, Rübenschwein? Wenn ihr meinetwegen hier seid, dann seid ihr umsonst gekommen. Bist du denn irre? Hör auf, Junge, ich bin's doch. Wir gehen uns alle gegenseitig. Nun macht mal, Freunde, ich esse zeitig. Ist das nicht fabelhaft, Kameraden? Noch warm und schon Sand drauf. Ja. Machos, Mörder, Möpse. Archaische Gefühle, freilaufende Triebe und alles geht okay wegen der Härte der Zeit und der Rauheit des Lebens. Und ich dachte, wir nehmen ein paar Country-Songs auf und ab nach Nashville. Deine Worte. Okay, warum quatschen wir hier eigentlich so lange, hä? Ihr redet zu viel, Hombres. Im Italo-Western wird nie so viel gequatscht. Töte, Amigo. Töte. Hau, weise gesprochen, Häuptling Geräuschkulisse. Aber wenn in unserem Italo-Western mal gequatscht wird, dann nur mit verbalen Cremeschnittchen vom Meister des Schnodderdeutsch persönlich, unserem Synchronpapst Rainer Brandt. Was? Dem Handballtrainer? Nein, Peter. Rainer, nicht Heiner. Jesus Maria. Warte. Jetzt gibt's eine Schelle. Okay, Leute, jetzt lasst uns loslegen, sonst sitzen wir Ostern noch hier. Und ihr wisst ja, Ostern ist das Gegenteil von Western. Oh. Oliver, würdest du dann auch bitte? Komme. Hör zu, muss Schluss machen. Weißt schon. Nö, keine Ahnung. Muss mal aufs Deckblatt schauen. Oliver. Mach's gut. So, schon da. Keine Einzelheiten, nur das Stück. Satana. Noch warm und schon Sand drauf. Der wilde Westen vor den Toren Roms. Hier hat Baumeister Klumphand eine einsame Hütte in die karstige Hügelheimat gezimmert. Die Nacht guckt auf ein Schlummertrunk vorbei und senkt sich blau bis an die Haarspitzen über die schroffen Felsen. In dem Bretterpalast feiert Gevatter Bensen mit seinen Inzuchtbuddies den 5. Juli, weil der 4. leider schon wieder vorbei ist.
Im funzligen Geflacker der Petroleumkerze ahnen die anonymen Alkoholiker nichts von der Gefahr, die sich draußen vor ihren glasigen Blauaugen verborgen im Schutz der großen Felsen anpirscht. Okay, sie rechnen nicht mit uns. Jetzt ist der beste Zeitpunkt, um zuzuschlagen. Es ist Bo Simpson und seine brammig riechende Rattenbande. Auf ein gemeinsames Kommando hin tritt Simpson die Tür aus dem Quark und der kleinen Festgesellschaft geht sofort die Nebeldüse. Was soll das? Darf ich euch meine Bohnenschleuder vorstellen? Sie hat die Bäckchen voller Plunderstückchen und will ein bisschen Blei und das Volk streuen. Wer hat dich dafür bezahlt, Simpson? Das tut hier nichts zur Sache. Außerdem käme für dich die Erkenntnis jetzt ohnehin zu spät. Wit, wit! Durchsuch die Hütte, Männer! Hey, Simpson, schau dir das mal an! Zeig mal! Mann, das ist ja ein riesiger Goldklub! Ja, gib wieder her! Lasst mich den Brocken mal sehen! Hier, Boss! Gut, Jungs! Dann fackeln wir jetzt die Bude ab! Na, wer wird sich denn hier an fremden Früchten vergreifen? Wer hat dich denn bestellt? Jetzt glotz nicht wie ein Geier auf Abruf. Hast du nicht das Gefühl, dass du hier ein bisschen störst? Dem aufmerksamen Lauscher klingt das wie eine Drohung. Ah, das geht also noch ohne Meißel in die Birne. Kann man so sagen. Aber dein Pech, Kumpel. Wir blasen dir nämlich jetzt das Licht aus. Wer bläst hier wem ein? You Bastard! Und ehe Simpson und seine Simpletons auch nur nach ihren Engelmachern greifen können, liegen sie schon wunderhübsch leerblutend im staubigen Staub der Staubwüste. Satana lässt das Goldnugget in seiner Aktentasche verschwinden und kehrt der brennenden Hütte und den 7 Leichnamen das klammkühle Schulterchen. Schnell macht die Nachricht von dem Überfall auf die Goldsucher die Runde. Hilfs-Sheriff Blackie wird losgeschickt, in dem entlegenen Außenposten nach dem Rechten zu sehen. Da ist Blackie wieder. Bald kehrt er mit seinem Fuhrwerk in das Städtchen zurück. Das sind die Leichen. Und, hat das der Sheriff schon gesehen? Mr. Hooverman, die Goldsucher da draußen sind Opfer eines Überfalls geworden. Sie wissen, Sheriff, dass Benson ein guter Freund von mir war. Einer meiner besten Freunde. Ja, Freund oder nicht Freund, wenn wir den Mörder kriegen, dann hängen wir den Kerl auf. Ich bezweifle, ob Ihnen das jemals gelingt. Die Überfälle nehmen zu, Sheriff, und Sie machen nichts dagegen. In Indian Creek haben wir die ganzen Jahre friedlich nebeneinander gelebt. Aber es sieht so aus, als ob sich das ändert. Die Küste der Frauen schmecken nach Teer. Hier wäscht sich seit Jahrzehnten keiner mehr. Der Staub klebt hier selbst trocken ewig auf deiner Haut. Und der Humor ist schwarz und dreckig und mega versaut. Die faulen Zähne kommen hier nicht von ungefähr. Der Zahnarzt ist eben der Füße. Hier macht man Seife aus Schlamm, Heugabeln dienen als Kamm. Ich zähl jetzt bis 5, dann singen wir alle zusammen. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist der Dreck von Indian Creek. Woo, yeah. Das ist der Dreck. Come on, wir jetzt hier. Ich kann euch nicht hören. Achso, das ist der Dreck von Indian Creek. Satana hat ein Gästezimmer über dem Saloon bezogen und beobachtet das Spektakel auf der Straße, während er genüsslich an seinem Kotzbalken nuckelt. Wie lange planen Sie bei uns zu bleiben? Das weiß ich noch nicht. Bei ihm ist Mary, die Besitzerin von dem Pressluftschuppen. Ganz schöner Trubel da unten. Blackie hat die toten Goldsucher geborgen. Benson heißt die schöne Leiche, ja? Ja, er kam aus Nebraska. Die Leute haben behauptet, er war verrückt, aber etwas verrückt sind die Goldsucher ja wohl alle. So direkt würde ich das nicht sagen. Nehmen Sie mir meine Frage nicht übel, aber suchen Sie auch Gold? Ja, nur mit dem Unterschied, dass ich es in den Taschen der anderen suche. Hier, das ist mein Gebetsbüchlein. Ein Kartenspiel. Sie möchten Ihr Glück also im Casino machen? Sagen wir, damit will ich ein paar Fische überreden, an Land zu kommen. Dann sind Sie hier in Indian Creek gerade richtig.
Lizzy Toons Gambling House am Ende der Straße ist eine erstklassige Adresse. Unten auf der Straße macht sich Blackie mit seiner Fuhre auf den Weg zum Bestatter. Bitte mit dem Sterben zu warten. Bin gleich wieder da. Beinahe ein Scherzbold, unser Herr Leichenbestatter. Der Totengräber verfrachtet gerade die Särge von Bo Simpson und seiner Rattenbande zum Friedhof. Die Schuhkartons für die kalten Kumpels prächtig mit Blumen geschmückt. Stopp! Doch plötzlich steht ein männlicher Gaul säuerlich atmend in seinem Weg. Guten Tag, Pickett. Was suchen Sie denn hier? Ich dachte, Sie wären in Verschandlung, Behandlung. Sie hatten doch so einen Schizofall von Schizophrenie, ne? Du hast so schöne Blumen. Wer hat die bezahlt? Oh, aber eine Beerdigung der Luxusklasse nach langer Zeit mal wieder. Nur ein Kranz kostet $20 das Stück. Sag mal, bist du taub am Löffel? Hm? Ich hab dich gefragt, wer hat sie bezahlt? Wer das war, weiß ich doch nicht. Ich frag nicht, wie einer heißt, sondern zähle nur das Geld, wenn ich überhaupt mal was kriege. Wer das bezahlt hat, will ich wissen. Von wem hast du die Kohlen dafür gekriegt? Antworte, oder ich bring dich um. Das Begräbnis hat ein Fremder bestellt. Der kam heute Morgen in Indian Creek an. Er hatte die Leichen auf seinen Lastgaul geladen. Inzwischen stattet Sartana der örtlichen Spielhalle einen Besuch ab. Lizzy Tums Gambling House gehört zu den gepflegteren seiner Art. Es gibt einen Roulette-Tisch, mehrere Würfeltische und verschiedene Kartenrunden. Über allem wacht der feiste Lizzy Tung von seinem Thron aus. Seinen Diener Peng immer an der Seite. Die 19. Ist das denn zu fassen? Im Moment aber bindet Sartanas Aufmerksamkeit etwas anderes. An einem der Kartentische bedient der fischäugig dreinblickende Samuel Piggott sehr zum Nachteil seiner Gäste. 21. Nein! Die Bank hat mit der Karte wieder gewonnen. Man sollte nicht spielen, wenn das Glück gegen einen ist. Aber meine Herren, das Glück ist nicht gegen Sie. Das Fischauge hat es nur etwas korrigiert. Was? Soll das heißen, dass ich falsch spiele? Ja, genau. Ihre Löffel scheinen also noch einwandfrei zu arbeiten. Wegen dieser Frechheit lasse ich Sie aus dem Saal komplimentieren. Das Einzige, was Sie gleich komplettieren, ist meine Sammlung von Watschengesichtern. Saaldienst, hier möchte ein Kunde eine Runde Frischluft schnappen. Sartana fischt seine Taschenuhr aus den Tiefen seiner Sackleinen und klappt ihren Deckel auf. Dafür brauchst du keine Tic-Tac. Es ist Zeit für dich, sich zu subtrahieren. Jetzt pass mal auf, Sohnemann. Du hast noch genau 2 Minuten Zeit, um den Herrn ihr Geld wiederzugeben, um das du sie beschissen hast. Eine halbe Minute ist schon um, Fischauge. Und du hast jetzt eine letzte Sekunde, um dich zu entschuldigen. Wie Sartana im Spiegel des Uhrdeckels sehen kann, bauen sich schon 2 Schergen in seinem Rücken auf. Und nun zieht Piggott vor ihm auch noch seinen Engelmacher. Ich glaube, dein letztes Stündlein hat gerade geschlagen. Weit gefehlt. Sartana entwaffnet Piggott mit Hilfe seines Uhren-Liu Xingchuis und schleudert die Waffe mit einer schnellen Rückwärtsbewegung dem in seinem Rücken stehenden Aufpasser ins Gemächt. Eine weitere Drehung und auch der 2. Aufpasser ist auf dem Weg nach Wolke 7. Lizzy Tung beendet das Kampfspektakel durch einen beherzten Schlag auf den mannshohen Gong neben sich. Ich will mit euch reden. Kommt her. Ah, der Chef bittet uns zur Reistafel. Jetzt wirst du dein blaues Wunder erleben, du Zeitnehmer. Wir hauen durch beschlossen, Piggott, dass Waffen an der Garderobe abzugeben sind. Hast du das vergessen? Aber, Chef... Das tut mir leid für dich, aber ich mag keinen Menschen mit so kurzem Gedächtnis. Aber Sie und ich, wir sind doch Freunde. Das sind wir gewesen. Fischäuglein, du hattest recht. Ich wundere mich. Schmeiß ihn raus. Das werdet ihr alle noch bereuen. Sie haben natürlich recht gehabt. Dieser Piggott ist ein unverschämter Falschspieler. Sie müssen aber sehr gut spielen, wenn Sie ihm so schnell auf die Schlichter gekommen sind. Durfte ich Sie vielleicht einladen, mit mir ein Spielchen
zu wahren. Bares habe ich keins einstecken. Sie müssten mir das hier einsilbern. Dann müsste es gehen. Das ist übrigens ein Scheck. Steht auch oben drauf. Oh, 20.000 Dollar. Sieh an. Die wollte der verstorbene Benson für seine Parzelle haben, die er mir verschubbern wollte. Was denn? Sie wollten Benson allen Ernstes für das miese Stück zum Boden 20.000 Dollar zahlen? Mhm. Bleib senkrecht, Junge. Der Sand kauft, wird Glasmauern darauf errichten. So sagt es wenigstens der weise Konfuzius. Vielleicht war er weise, aber der hiesige Immobilienmarkt war ihm sicher nicht so geläufig. Sie können selbstverständlich bis zu 20.000 Dollar verlieren. Vor den Türen des Saloons lauert schon die nächste Gefahr für Satana. In einem Hinterhalt erwartet Pickett ihn. Als nur noch das orangefarbene Glimmen von Sartanas Kotzbalken in der schwarzen Gasse zu sehen ist, eröffnet Pickett auf den Lichtpunkt das Feuer. Er schießt seine Trommel leer, bis nur noch das metallische Klicken des Hahns zu vernehmen ist. In diesem Moment spürt er den kalten Lauf eines Revolvers in seinem Nacken. Wie kann das... Sie waren doch gerade noch in der Gasse. Ja, meine Zigarre steckt dann noch in einem Astloch. Ich hoffe, Sie haben dem edlen Stück keinen Schaden zugefügt. Sonst könnte ich sehr wütend werden. Ich hätte Sie sofort erschießen sollen. War wohl nichts, was? Als Falschspieler gehst du vielleicht gerade noch. Als Killer bist du eine ausgesprochene Niete. Wollen wir doch mal sehen. Oh, der Messertrick. Wie langweilig. Irgendwie hat er ja geradezu um seine Erlösung gebettelt. Am nächsten Morgen besucht Lee Zetung Bankier Hooverman. Ein Scheck? Der Fremde schuldet Ihnen Geld? Ja, 2.000 Dollar. 2.000 sind ja für Sie zum Glück nicht der Rede wert. Er hätte Sie auch schlimmer reinlegen können. Soll das heißen, dass da... Check falsch ist. So eine unerhörte Fälschung habe ich noch nie gesehen. Es dürfte klar sein, dass es sich bei diesem Herrn um einen Betrüger handelt. Hat er Ihnen nichts davon erzählt, dass er mit Mr. Benson in Verhandlung gestanden hat? Wegen eines Grundstücks? Ja, davon hat er gesprochen. Das stimmt natürlich auch vorne und hinten nicht. Mr. Benson ist niemals Eigentümer des Grundstücks gewesen, von dem die Rede ist. Das Land gehört seiner Nichte. Sie soll übrigens eine sehr hübsche junge Frau sein. Das hat mir Mr. Benson jedenfalls erzählt. Sie müsste, nebenbei gesagt, heute herkommen. Aus Wichita. Inzwischen ist Jasmin Benson mit der Postkutsche eingetroffen. Auch sie bezieht ein Gästezimmer über dem Saloon. Soll ich Ihnen vielleicht beim Auspacken helfen? Nein, nein, vielen Dank. Ich möchte jetzt lieber allein sein. Entschuldigen Sie bitte. Gerne. Wenn Sie irgendwas brauchen, dann müssen Sie mich nur rufen, ja? Mhm. Als erstes entledigt sich die hübsche Frau ihres staubigen Reisekleides. Sie hat nicht bemerkt, dass sie nicht allein in ihrem Zimmer ist. Als sie nur noch in Mieder, Höschen und Strümpfen dasteht, macht sich der Besucher bemerkbar. Hinter einem von ihr abgewandten Sessel steigt eine große Wolke Zigarrenqualm auf. Ich hoffe, es stört Sie nicht, wenn ich was ablasse. Wer sind Sie? Verlassen Sie sofort mein Zimmer, sonst schreie ich. Schreien kräftigt die Stimmbänder. Ich war übrigens sehr gut mit Ihrem werten Herrn Onkel befreundet. Ach, interessant. Jedes Herz braucht einen Freund. Mein Onkel hatte keine Freunde in Indian Creek. Das Schwein trügt, aber wenn es Sie interessieren sollte, ich persönlich bin nicht von hier. Ich bin nur für eine Beerdigung ins Mexikanische gereist. Sprechen Sie von der Beerdigung meines Onkels? Nein, ich spreche von einer anderen, von der seiner Killer. Ich habe sie von diesem Leben erlöst und unter die Rüben bringen lassen. Eine alte Angewohnheit von mir. Ich arbeite nämlich mit eigenem Friedhof. Heißt das, dass Sie meinen Onkel gerecht haben? Nicht direkt. Die Leute, die ihn umgelegt haben, sind bezahlt worden. Um ihn zu rächen, müsste man also wissen, wer sie bezahlt hat. Leuchtet, ja? Und Sie sind hier, um das rauszukriegen.
Aber jetzt, wo Sie hier sind, habe ich noch einen anderen Grund, um zu bleiben. Und der wäre? Um Ihnen zu helfen. Sehe ich denn so hilfsbedürftig aus, Mister? Psst, da kommt wer. Verstecken Sie sich. Ich werde den Lausch im Flagranti erwischen. Oh, ich wollte Ihnen nur den Tee servieren. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Kann ich eintreten? Nur immer hinein in die gute Stube. Haben Sie nicht eben mit jemandem gesprochen? Nein, wieso? Hören Sie etwas Stimmen? Sartana ist schon längst wieder unterwegs. Auf dem Rücken seines vierhufigen Kumpels macht er sich auf den Weg zur niedergebrannten Hütte der Goldsucher. Aber er ist nicht allein. Ein Reiter folgt ihm in gebührendem Abstand. Bald erreicht Sartana die schlecht getarnte Mine direkt hinter den verkohlten Resten der Goldsucherhütte. Kein Förster in der Nähe? Na dann mal rein ins Gemüse. Hallo? Hallo? Keiner da. Dabei kriege ich alleine mal so schnell Angst im Dunkeln. Na, wer sagt's denn? Hier liegen ja die Fackeln. Da geht einem gleich ein Licht auf. Viel gearbeitet haben die Burschen hier ja nicht. Sieht eher nach einer Werkzeugausstellung aus. Interessant. Hey, Gringo! Überraschung, hier ist der Weihnachtsmann. Gleich gibt's die Bescherung. Welch liebliche Stimme in der Wildnis. Kommen Sie ruhig rein, hier ist geheizt. Na dann mal zu, mein Freund. Deine dreckigen Tricks sind bei mir ein Schuss in den Ofen, so wahr ich Colorado Joe heiße. Von mir aus fürchte Gott Krause. Du sitzt in der Falle, Kamerad. Einen anderen Ausgang gibt's hier nicht. Mit gezücktem Fleischlocher tastet sich Colorado Joe langsam in den Schacht. Als ihn ein Zischen plötzlich innehalten lässt. Zwischen seinen Füßen züngelt eine Flamme gerade am letzten Rest der Zündschnur. Ihm bleibt nicht mal Zeit für ein Stoßgebet. Oh! Sartana thront derweil längst wieder außerhalb der Menge, hoch auf seinem Gaul. Gute Nacht, Willi. Trab an, Theophil. Liebe Jasmin, Sie sind eine junge und sehr hübsche Frau. Oh, Sie schmeichle. Indian Creek hat Ihnen wirklich nichts zu bieten, glauben Sie mir. Dieses Nest hier ist absolut nichts für Sie, wenn ich mir das zu sagen erlauben darf. Auch Bankier Hooverman ist inzwischen nicht untätig geblieben. Er hat Jasmin Benson zu einem gemeinsamen Lunch geladen. Sie glauben also, dass mein Grundstück nichts einbringen wird? Ich muss Ihnen sagen, Sie haben wirklich sehr viel Glück. Sie wissen doch wahrscheinlich, dass Ihr Grundstück nur aus einem Haufen Sand besteht. Da es aber direkt neben meinem liegt, habe ich beschlossen, es zu kaufen. Und weil ich mit Ihrem Onkel sehr gut befreundet war, bin ich in Ihrem Fall sogar bereit dafür, einen sehr hohen Preis zu zahlen. Ich wünschte, Ihr Onkel würde das noch erleben. Ich zahle Ihnen eine Summe, die das Dreifache des tatsächlichen Wertes darstellt. Und zwar $10,000. Ach, ich... Nein, nein, Sie brauchen mir nicht zu danken. Das wollte ich auch gar nicht. Ich habe mir nur gleich gedacht, dass der vielleicht verrückt ist. Von wem reden Sie? Von einem gewissen Sartane. Oh. Er hat mir dafür $20,000 geboten. Aha. $20,000. Eine bedeutende Summe. Moment. Ihre kleine Konversation wird von einem Aufruhr unten in der Hauptstraße gestört. Als Hooverman zum Fenster geht, sieht er Sartana mit einem Pferd im Schlepptau in Indian Creek einreiten. Sein Lasttier trägt die drei Toten, die Sartana zuvor in der Steinfurt aufgelauert hatten. Hey, du, Friedhofsvorsteher! Trab mal an. Ich bin stets zu Diensten. Was kostet mich heute die unter die Erde buddele? Wenn Sie so weitermachen, kriegen Sie bald Mengenrabatt bei mir. Aber $10 bis $15 brauche ich schon. Das allerdings pro Nase. Du sollst nicht leben wie ein Hund. Du kriegst sogar 20 pro kalten Körper. Aber mach es schön mit vielen bunten Blümchen. Ja, echte Blümchen? Na sicher. Die aus der Parkanlage.
Womit kann ich dem Herrn dienen? Haare schneiden, Bart stutzen, Zähne ziehen? Meine Zähne lassen Sie mal schön im Mund. Aber der Schenkelbesen braucht etwas Fasson. Beim örtlichen Barbier lässt sich Satana gerade ein wenig das Schnäuzchen aufpolieren, als vor dem Geschäft ein Fuhrwerk mit drei Särgen darauf passiert. Das sind doch die drei Herren, die Sie gestern umgelegt haben. Na sowas. Die Särge sind doch nackt und ich habe extra schöne Blümchen bestellt. Das ist auch nicht unser Totengräber. Genau, in Deckung. Schon lebendig die Leichen. Und nicht ein Fleckchen am Sargner warte. Das war eine Rückenmarkslosigkeit Sonderhausens. Satana stürzt auf die Straße und sieht ihm sich in rasendem Galopp entfernenden Fuhrwerk hinterher. Blackie, ich wollte dir nur sagen, du kriegst natürlich auch eine Beerdigung. Mit Pauken und Trompeten. Morgen rasiere ich dann die andere Seite. Ah, Signora, entschuldigen Sie. Was gibt's denn? Blackie erwartet Sie hinten im Vorratsraum. Oh, jetzt sofort. Sie. Was fällt dir ein, mich hier aufzusuchen? Er hat mich erkannt, verstehst du? Blackie hat er gerufen. Ich bleibe nicht in Indian Creek. Weshalb erzählst du mir das? Soll ich dem Sheriff deinen Stern zurückbringen? Ich brauche Geld. Nicht viel. Aber wenigstens so viel, dass ich von hier verschwinden kann. Nein, Blackie. Wenn du Angst vor Satana hast, warum legst du ihn dann nicht zuerst um? Dann könntest du auch Geld kriegen. Genug Geld. So viel Geld, dass es sich lohnt, was zu riskieren. Leider stellt sich Blackie bei seinem Attentatsversuch auf Satana nicht besonders geschickt an. Und so wird schnell aus dem Jäger der Gejagte. Satana spielt Katz und Maus mit dem Hilfs-Sheriff. Schließlich flüchtet Blackie in eine Kirche, doch auch hier erwartet Satana ihn schon. Er sitzt auf der Empore und empfängt ihn mit einem Orgelkonzert. Gelobt sei der Herr, der uns den Feinden nicht in die Fänge gab, sondern wollte, dass wir gerettet werden. Psalm 124. Ich habe ihn für dich gelesen, weil du gleich den Löffel reichst. Du solltest auch beten, Blackie. Noch kannst du es. Aber viel Zeit bleibt dir nicht. Pack aus, was du weißt, aber pack schnell aus. Eine Flucht aus der Kirche ist unmöglich, weil ihm Satana den Weg zum Portal abschneidet. In seiner Verzweiflung klettert Blackie den Glockenturm hoch. Blackie, ich will wissen, für wen du arbeitest. Geh zur Hölle, du Schwein, du! Alles will wohl überlegt sein, plaudert der Herr. Und zum Überlegen zupfe ich dir jetzt ein. Komm doch hoch, wenn du nicht traust. Doch bevor er etwas gestehen kann, wird er vom Dach des gegenüberliegenden Saloons aus von einem Heckenschützen zum hastigen Abgang überredet. Nehmen Sie doch Platz, Mister Satana. Ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen. Ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich rede von diesem Scheck, den Li Zetung mir neulich vorgelegt hat. Das war doch Ihr Scheck, nicht wahr? Na, bin ich denn Jesus? Es kann nur Ihrer gewesen sein. Ich wollte ihn jedenfalls nicht einlösen. Heute weiß ich, dass das falsch war. Ich würde ihn jetzt sofort auszahlen. Und was waren das noch für Bedingungen, die daran hängen? Es gibt nur eine einzige Bedingung. Sie müssen Indian Creek sofort verlassen, sobald Sie das Geld erhalten haben. Na schönchen. Hier, das gewünschte Papierchen. Andersrum. Da staunt der Banker Gelle. Hier ist Ihnen aber offenbar ein Irrtum unterlaufen. Na nü. Das hier ist ja ein ganz anderer Scheck. Gefällt's nicht oder ist euch die Milch sauer geworden? Ich stoße mich an den Betrag. Der Scheck ist ausgeschrieben auf 100.000 Dollar. Und der, den ich neulich von Li Zetung hatte, zählte nur 20.000. Um ganz ehrlich zu sein, über so eine hohe Summe verfügt meine Bank zurzeit nicht. Wenn das so ist, dann schlagen Sie doch mal in der Bibel nach. Mit einem gezielten Wurf schleudert Satana eine Karte in die auf dem Schreibtisch liegende Bibel. Wie Sie wissen, hat die Bibel immer recht. Na,
ob das dem großen Herrn gefällt? Wenn man am Bibelfest ist, hat man's im Griff. Mahlzeit. Aus einer versteckten Tapetentür treten der Sheriff und die Saloonbesitzerin Mary in den Raum. Seht euch das an. Ich nehme an, das soll eine Warnung sein. Lest mal, was da steht. Nehmt meine Zucht an lieber als Silber und achtet Erkenntnis höher als kostbares Gold. Dieser Mann jagt mir eine schreckliche Angst ein. Hat er das Geld angenommen? Antworte! Er hat etwas zu viel verlangt. Du hast uns in den Schlamassel hineinmanövriert. Du führst uns auch wieder raus. Du hättest schon den alten Benson bezahlen sollen. Damit hättest du uns jedenfalls eine Menge Ärger erspart. Dieser Teufel Satana ist ein ganz anderes Kaliber als Benson. Den wirst du so nicht behandeln können. Den alten Benson hast du mit Blei abgespeist, ganz leicht. Aber mit Satana geht das nicht. Nein, niemals. In dieser Geschichte gibt es schon viel zu viele Tote. Du hast mich sogar dazu gezwungen, meinen Partner Blackie umzulegen. Und alles war umsonst. Aber jetzt hab ich genug. Reiß dich zusammen. Das hat mir gerade gefehlt, dass du jetzt auch noch anfängst, hysterisch zu werden. Das ist für dich die letzte Chance. Und diesmal muss es klappen, in deinem Interesse. Du wirst Piggots vier Brüder herbestellen. Ich soll Piggots Brüder her... Ja, ja. Du wirst ihnen sagen, dass Satana ihren Bruder umgebracht hat. Alles Weitere kannst du ganz getrost denen überlassen. Ihr erster Weg führt die vier Brüder auf den Friedhof von Indian Creek. Dort am Grab von Samuel Pickett schwören sie Rache für ihren toten Bruder. Satana! Wir sind die Brüder von Pickett! Seine Seele ruhe in Frieden! Als sie schließlich in die Stadt einreiten, haben es sämtliche Bewohner eilig in ihre Häuser zu gelangen. Indian Creek gleicht darauf einer Geisterstadt. Als sie aus dem Stall ein Wiehern vernehmen, sind sie überzeugt, Satana entdeckt zu haben. Zeig dich, Feigling! Wenn ihr meinetwegen hier seid, seid ihr umsonst gekommen. Er hat Frank getötet! Da waren's nur noch drei. Naja, wie soll's auch anders kommen? Den Rest erledigt er Tück für Tück. Ist das nicht fabelhaft, Kameraden? Noch warm und schon Sand drauf. Zurück in Marys Saloon erwartet Satana eine böse Überraschung. Oh, das tut mir leid. Miss Benson ist nicht hier. Sie ist ausgezogen und heute früh abgereist. Sie hat sich ausgezogen und ist abgereist? Ich lache später, ja? Die Ärmste war angewidert von den rauen Sitten, die herrschen. Und von einigen Leuten. Aus dem Grund wollte sie nach Wichita zurück. Eine klitzekleine Frage sitzt mir noch im Gehege. Schießen Sie los? Werden Sie gezwungen, bei all dem mitzumachen? Oder hatten Sie von Geburt an einen schlechten Charakter? Sie werden noch bereuen, meine Wege gekreuzt zu haben. Ich an Ihrer Stelle würde mich hier schleunigst vom Acker machen. Und so generöse Angebote habe ich meistens nur einmal in der Auslage. Wo wurde Jasmin hingebracht? Sie ist draußen bei Hooverman. Aber sie kommen zu spät. Ich will gleich zur Sache kommen, denn eins ist mir klar. Das Angebot von Satana ist ungeheuer verlockend. Und niemand kann sie besser verstehen als ich, obwohl sie wissen, dass er ein Betrüger ist und... Entschuldigen Sie bitte, wenn ich Sie unterbreche. Sie brauchen mir doch nicht zu erklären. Das Grundstück gehört Ihnen. Sie können damit machen, was Sie wollen, nicht? Aber ich möchte auf alle Fälle vermeiden, dass dieser Satana mein Nachbar wird. Und deshalb würde ich Ihnen das Gleiche zahlen, wie dieser Mann Ihnen angeboten hat. $20,000? Selbstverständlich. Nur mit dem Unterschied, dass mein Geld echt ist. Das ist sehr großzügig von Ihnen. Nicht der Rede wert. Durchaus der Rede wert. Es hat sich nämlich etwas Neues ergeben. Satana hat sich von dem Geschäft zurückgezogen. Was? Er ist ausgestiegen? Mhm. Da reichten die Barmittel vermutlich doch nicht. Das ist nicht der Grund. Aber der Besitzer dieses Spielcasinos, dieser... Lizetong. Was ist mit dem? Er hat mir auch ein Kaufangebot gemacht. Und zwar 40.000. Wie viel? $40,000. Eine enorme Summe. Finden Sie nicht auch? Sie sind wirklich ein Finanzgenie. Sie haben irgendetwas an sich, womit Sie die Männer verzaubern. Sch-
Störe ich oder darf man eintreten? Ach, mein Freund, Sie richten schon eine eigene Sektion für Sie auf dem Friedhof aus. So? Ja. Na, dann brauche ich ja nicht lange zu bitten, Meister der Schippe. Hier, die Penonsen. Oh, aber diesmal sind es doch nur 4 Tote. Wieso bezahlen Sie mir dann $100? Ich brauche noch einen 5. Sarg zum Verschenken. Verschenken? Einen Sarg? Warum nicht? Machen Sie eine besonders schöne Kiste fertig. Mit Fensterplatz und Wasserspielen und was sonst noch so dazu gehört. Der Leichenbestatter war hier, Senor. Er hatte gesagt, es wäre ein Geschenk für Senor Huberman. Ach, musst du den dann gerade hier reinstellen? Oh, hier ist noch eine Nachricht für Sie, Senor Huberman. Danke. De nada. Herr Bankvorsteher, erlaube mir Ihnen beiliegend die letzte Ruhestätte zu übersenden. Die Kostenfrage ist geregelt. Satana zahlt. Ach. Inzwischen ist auch Satana auf Hubermans Anwesen angelangt. Versteckt hinter einem Busch beobachtet er das Haus und entdeckt Jasmin hinter einem hell erleuchteten Fenster. Leider muss er auch erkennen, wie gut das Areal gesichert ist. Hey, Hombres! Was gibt es da zu quatschen? Nun stellt mal eure Antennen auf Empfang. Ihr patrouilliert a la derecha und wir gehen nach links. Und du übernimmst den Rest. Dann sitze ich hier wie eine sibirische Wildsau und warte auf Heu. So! Jetzt hast du eine Beule im Bart, aber deine Plomben kriegen wieder Luft. In einer Scheune findet Satana eine Kiste voller Feuerwerkskörper. Jede Menge Stimmung. Und kommt auf eine wirklich zündende Idee. Er platziert die Raketen und Feuerräder überall auf dem Hof. Geschickt weicht er den Wachen aus und steht schließlich in dem Zimmer, in dem Jasmin gefangen gehalten wird. Nanu, normalerweise kommst du doch immer durchs Fenster. So abwechslungsreich bin ich. Kannst du mal sehen. Mir werden die Hände schwach und die Knie feucht. Hier, nehmen Sie mal einen Mantel, Sie frieren ja. Danke, mein Retter. So, jetzt wollen wir uns mal ein bisschen nach draußen begeben. Hier drin riecht es so strenge. Ich setze erstmal die Festwiese in Flammen und wenn alles so recht am Laufen ist, dann trittst du ins Freie. Wenn aber... Psst! Guck mal in den Flur, ob die Luft rein ist. Ich habe große Angst. Hab ich immer. Aber da gibt's nur eins, das Beinkleid zuschnallen. Gut. Was bleibt mir anderes übrig? Hüt dich Gott. Satana geht zurück zum Fenster und legt seine Bleispritze an. Ein präziser Schuss und die Lunte einer der von ihm versteckten Feuerwerkskörper zündet. Wer ballert denn hier rum? Hast du das Beat? Nein, es ist der Nikolaus und der scheißt dir jetzt ins Stiefelchen. Inzwischen fackelt im Hof ein fulminantes Feuerwerk. Na, nun bin ich so besoffen. Ist doch nicht Silvester. Die Wachen rennen kopflos durcheinander und Satana nutzt das Chaos zur Flucht. Doch plötzlich stellt sich Huberman ihm in den Weg. Hände hoch! Ja, grüß Gott, die Herren. Ihre gute Laune wird Ihnen noch vergehen. Toni! Sebos! Durchsuch den Strolch. Con gusto. Ich denk mal, wir werden Fitzpass miteinander haben. Denken? Du benutzt deine Rübe doch nur als Hutständer. Ich schick dich gleich in den Keller ein paar Liter Heizöl hacken. Die haben sie wohl mit dem Hockeyschläger die Fontanelle gespalten. Und die paar verbleibenden Sardellen peitsche dir jetzt mit Briantine um den Ballon. Ich pinsele dir gleich einen Klecks Schlagsahne an die Krawatte. Gib nicht so an wie eine offene Seltern, oder ich hau dich durch den Putz, dass du hinten als Relief wieder rauskommst. Genug jetzt. Wo ist das Mädchen? Jasmin ist bereits über alle Berge. Na gut. Jasmin ist im Moment nicht so wichtig. Sie sind da. Und das ist für mich im Moment sehr viel mehr wert. Die Wachen führen Satana in Hubermans Arbeitszimmer. Hier bin ich fährt, hier darf ich sein. Hübsche Hütte. Sieht nicht nach Bausparkasse aus. Haben Sie doch mal die Güte und werfen Sie einen Blick hinter den Paravent. Ich kann auch ganz andere Sachen dahinter werfen. Ich hatte gute Verwendung für Ihr kleines Präsent. Hinter dem Paravent liegt nämlich die Leiche des Sheriffs in einem Sarg aufgebahrt. Ach, sieh an. Schon ein bisschen grün, der Bengel. Sleep well in your bed gestellt. Ich bewundere Ihren makaberen Humor. Darum möchte ich auch bitten. Warum hat es dann der Herr Sheriff plötzlich so eilig, in die ewigen Jagdgründe aufzubrechen? Er war ein miserabler Kerl. Das erste Mal, dass Sie haargenau meinen Geschmack treffen.
Dass Benson umgelegt wurde, war nämlich einzig und allein seine Schuld. Na, da möchte ich aber die Leiche Benson noch mal befragen. Was halten Sie davon, wenn wir beide ins Geschäft kommen würden und teilen? Wüsste nicht, was wir teilen sollten. Eine Schüssel dicke Milch? Dazu muss ich etwas erklären. Zwischen dem Sheriff und mir bestand eine Art Abkommen. Wenn Sie vielleicht hier kurz mit mir am Schreibtisch Platz nehmen wollen. Ist ja alles hochinteressant. Kommen wir also zum Stuhle. Auf jeden Fall waren unsere Einnahmen nicht unerheblich. Hier im Safe habe ich das Kassenbuch. Hooverman greift in den Tresor und dreht sich in einem Schwung mit gezogener Waffe um. Na, warte! Doch Satana ist wieder mal schnell. Ich glaube, mein Tintenfisch kleckert. Satana! $10,000 ist ein angemessener Preis, Fräulein Jasmin. Meine Antwort bleibt unverändert. Diese Summe werde ich in jedem Fall ablehnen. Es wird Ihnen aber nicht an den Blick bleiben. Ein anderes Sprichwort meines Landes besagt, die Weide, die nachgibt, wird vom Wind gestreichelt. Die Eiche aber, die sich ihm entgegenstellt, wird gestutzt. Peng, hol doch mal das spanische Stiefelchen. Wollen doch mal sehen, ob uns dann das Fräulein hier weiter auf der Nase rumtanzt. Spanische Stiefelchen? Nach der Behandlung mit den Zauberstiefelchen ist man zwar nicht mehr so gut zu Fuß, weil einem alle Zehchen fehlen. Aber man hört die kleinen Engelchen. Eine Spielkarte schlägt dicht neben Lizitums Kopf ein. Lassen Sie die Hinterhand dran, zum Kratzen. Was soll das? Die Stiefelchen bleiben schön im Schrank, sonst hast du meinen nächsten Pikbuben im Kropf, Kapinski. Hey, Konfuzius sagt... Fuzzi hält jetzt mal die Schnauze. Was er gesagt hat, kannst du mir auf eine Postkarte schreiben. Jetzt spreche ich. Dein Pinscher war gerade mit der Fußmaschine zugange und darüber bin ich verstimmt, weil sie die Füße nicht hübscher macht. Ich entnehme daraus, dass du die Lady hier mit deinem Zauberlatschen überreden wolltest, das Grundstück zu verkaufen, hä? Du brauchst sie aber nicht zu überreden, denn ich werde dich zwingen zu kaufen. Auch du wirst langsam weise und damit meines Konfuzius würdig. Ja, ja, ist gut. Hier fehlt noch eine Kleinigkeit. Wenn du mal das Geschlitzte darauf werfen würdest... Meines Erachtens fehlt da eine Null. 100.000? Das willst du mir antun? Das ist doch ein angemessener Preis für ein Stück Wüste, was so vergammelt ist wie meine ausgelutschte Bartbinde. Hier, falls du gerade dein Schreibgerät verlegt haben solltest. Schreiben wirst du doch können, oder macht das auch dein Kumpel Konfuz? Das reicht schon. Jasmin, mein Herzstück. Ja? Nun setzt du noch deine Irmtraut-Clotilde darunter und Jenna spuckt das Bare. So. Peng, gib ihm die Schatulle. Wenn Sie selbst nachsehen wollen. Uiuiui, ui. Da werden einem ja die Pupillen feucht. Der ganze Nuttenkoffer voller Knete. Kleines? Ja? Bring den Zaster schon mal rüber ins Hotel, ich komm gleich nach. Ich will nur noch einen Spruch ablassen, falls er Konfuzius mal auf ein Töpfchen Tee einlädt. Bitte beeil dich. Nun sei doch mal ganz ehrlich zu deinem alten Freund. Findest du nicht, dass du ein gutes Geschäft gemacht hast? Nein. Na, da plumpst mir ja ein Harter vom Herzmuskel. Ich bedauere nur, dass der alte Benson jetzt nicht hier sein kann. Der hätte sich vor Freude ins Knie gebissen. Er war ein sehr guter Freund von dir, ja? Nein, ganz im Gegentum. Ich habe ihn nur gesucht, weil er einen Kumpel von mir aufs Kreuz gelegt hat. Ich wollte ihn nicht leer blasen. Aber er hätte sich einen Satz heiße Ohren eingefangen. Sowas ist ja nicht gesundheitsschädlich. Was erzählst du da? Jetzt lausch mal genau, du Sahnenuckel. Er war ein Betrüger wie wir. Spezialisiert hat er sich auf wertloses Land. Dann hat er, mit einem kleinen Bearbeitungstrick, das Ganze wieder für viel Geld an den Mann gebracht. Hier, das ist eine Probe von dem Gold, weshalb ihr den alten Benson umgelegt habt. Und so sieht das Ding von innen aus. Ich habe gerade einen Erdklumpen für $100,000 erworben. Dir werde ich zeigen. Ist das Asthma oder Leidenschaft? Ja, woher ich die Qualle aus dem Drummel hauen? Übrigens, kleidsamer Fußsack, selbst gehäkelt.
ja. Katholisch Mufflon in Karamellblau. Na, was beißt dich denn? Auf einmal so gut zu Fuß? Ich dachte, deine Stelzen machen nicht mehr mit. Das ist ein Irrtum. Ich bin einfach nur faul. Ein erbitterter Kampf entsteht, währenddessen Minkwasen und allerlei andere Klumpatsch zu Bruch gehen. Sieht es auch zwischenzeitlich so aus, als würde Li Zetun, der reißfressende Handkantenschläger, Oberwasser gewinnen, kann sich Satana im letzten Moment mit einer gezielt geworfenen Spezialkarte behelfen. Er schneidet den Kronleuchter von der Decke und krachend begräbt der Lüster den bösen Gelbmann unter sich. Boing! Herein, riefen die grauen Zellen. Das sagt allerdings nicht Konfuzi, sondern Sardana, der Aufrechte. Was bin ich auch heute wieder für ein Stiesel? Sagt nicht mal auf Wiedersehen. Als Sardana sein zartes Füßchen auf die staubige Straße stellt, kehrt Peng durch die Hintertür in das Casino zurück. Darf ich stillen, Glurzelmeister? Ich habe Erfreuliches zu berichten. Das junge Mädchen Jasmin, das eben hier war, ist in Hotel gegangen, hat ihre Koffer genommen und ist mit dem ganzen Geld ausgelockt. Sie hat Sardana Lein gelegt. Tatsächlich ganz gut eigentlich. Richtig geil. Du hast nicht zu viel versprochen. Am Ende zieht die wahre Heldin mit der ganzen Beute ab. Hä? Was ist das für ein Scheiß? Das kann doch nicht das Ende sein. Seit wann kriegt denn die Maus die Mäuse? Gemach. Das ist es ja auch noch nicht. Wie jetzt? Das ist es nicht. Kommt er jetzt nochmal vorbei und nimmt dir das Geld wieder ab? Oh, das wäre nun völlig daneben. Endlich mal nicht so ein Stand-by-your-man-Ende und am Schluss steht die Frau wieder mit leeren Händen da. Dann würde ich meine Teilnahme hier rückwirkend terminieren. Warte doch mal ab, Schwarzseher Peter. Vielleicht läuft doch alles ganz anders. Wenn Sardana ein Gentleman ist, dann lässt er sie mit der Knete abziehen. Ja, der ist ja auch ein Gentleman, aber eben auch ein Sausack. Hey, stopp, aus! So wie es war es gut. Alles, was jetzt noch kommt, kann es nur ruinieren. Abwarten, Teuerste. Es kommt erstens immer anders und zwei... Hallo, Leute. Können wir jetzt wieder... Ich habe doch einen Anschlusstermin, wisst ihr? Ich konnte ja nicht ahnen, dass wir hier so lange diskutieren. Weiter, right then. Am nächsten Tag muss Jasmin eine kurze Rast an einer Poststation einlegen. Möchten Sie essen, Signorita? Ja. Denken Sie bitte auch an mein Pferd. Jawohl, Signorita. Doch plötzlich hört sie von draußen den Wirt schreien. Alarmiert zückt Jasmin ihre Waffe. Als sie sich wieder umdreht, serviert Sardana ihnen ein Gläschen Feuchtes und entwindet ihr dabei ihren Peacemaker. Du schon wieder. Na, auch ein Tässchen Drambuie? Ist gesund und schmeckt ausgezeichnet. Besonders morgens, wenn du die Pille nimmst. Ich dachte, ich bringe unser Penunsen schon mal in Sicherheit. Na. Hat wohl einer die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Das Geld gehört mir. Na sicher das. Aber nur ein Teil. Was hat dir denn Benson damals versprochen? Genau die Hälfte. Erzähl doch nichts. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er ausgerechnet seiner Nichte mehr versprochen hat. Hier, 10.000. Das sind 10%. Auf, satteln wir die Dackel. Unsere beiden Turteltäubchen verlassen die Poststation auf ihren Pferdchen. An der Weggabelung zwischen Wichita und Sandy Valley stoppen die beiden nochmal kurz. Das war's denn wohl. So, in welche Richtung reitest du? Rechts runter. Na schön, dann werde ich im Links lang reiten. Ach, Schavesta, wart mal. Da, dann noch 10.000. Heb sie für mich auf. Aber die Scheine sind ja in der Mitte durchgerissen. Warum? Falls mein Theophil mal mit mir an einem Spielcasino vorbeireitet und ich dort hängen bleibe, dann ist das meine Butter aufs Brötchen. Ich warte auf dich. Ja, ist in Ordnung, Mädel. Einer wartet immer. Theophil, Vollgas!
geht. Ich habe keine Lust, jetzt aufzustehen. Doch ich weiß, ich muss zur Arbeit gehen. Die Miete zahlt sich nicht allein. Und unsere Kinder wollen auch gefüttert sein. Voller Grauen denke ich an den Berufsverkehr. Ach, wenn das Leben doch nur wie im Western wär. Kaffee und Whisky, manchmal Bohnen mit Speck. Mein Körper riecht nach grundehrlichem Dreck. Mein Colt geladen, schussbereit, ist wirklich der tödlichste Revolver weit und breit. Doch auch den kann irgendwer besiegen. Dann wird ein Mann noch stehen und einer bleibt liegen. Die tollsten Frauen sind die, die auf Kuhmist stehen. Doch für mein Pferd, da lass ich jede Schönheit gehen. Vom Pokern pleite, von den Huren ausgenommen. Wo kann ich einen letzten Whisky herbekommen? Mein Colt, mehr blieb mir nicht auf der Welt. Hey Freund, ich kenn dich, für dich gibt es Lösegeld. Willst du hier raus, musst du mich erst besiegen. Ein Mann wird noch stehen und einer bleibt liegen. Du wächst mich, reißt mich aus meinem Traum. Ich wünsch mir einen Galgen und dazu noch einen Baum. Ach, mach schon mal das Frühstück, Schatz. Du weißt ja, was die Kinder kriegen. Und ich steh auf. Ich steh verdammt noch mal auf. Und sie bleibt liegen. Immer bleibt sie liegen. Ja, ich liebe dich auch. Weißt du, wo die laktosefreie Milch ist? Das war unser trippiger Trip in den Wilden Westen. In unseren Wilden Westen. Ich danke recht herzlich meinen Reisebegleitern, der fantastischen Peter Devlin. Ein Vergnügen, wie immer. Dem wunderschönen Stefan Kaminski. Und dem... Ja, wir sind jetzt fertig. Hallo Olli, kannst du vielleicht später telefonieren? Oh, sorry, Lena. Mein Telefonjoker Oliver Rohrbeck. Jederzeit wieder. Unserer großartigen Band Smokestack Lightning mit Bernie Buttke, Axel Brückner, André Langer und Michael Kagel. Danke auch an alle hinter der Studioscheibe, die uns hier so formidabel unterstützt haben. Und ein ganz besonderes Dankeschön an unseren Prachtberliner Rainer Brandt, der so viel von dem begnadeten Wahnsinn hier erfunden hat. Adios, compañeros. Satana, noch warm und schon Sand drauf. Nach der Synchronfassung des gleichnamigen Films von Rainer Brandt. Bearbeitet und ergänzt von Leonard Koppelmann, Roland Slavik und Christian Kessler. Komposition und Musik: Peter Devlin, Bela B. Felsenheimer und Smokestack Lightning. Technische Realisation: Werner Jäger und Mechthild Austermann. Regieassistenz: Stefan Cordes. Regie: Leonard Koppelmann. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2016. Dramaturgie: Martina Müller-Wallraff.